DAC steht für Districtus Austriae Controllatus, ein lateinischer Fachbegriff, der im Endeffekt sagt, dass es ein geschützter Herkunftsbezirk ist, aus dem dieser Wein stammt. Und mit diesem Gütesiegel werden regional typische Weine ausgezeichnet aus inzwischen 9 Weinbaugebieten in Österreich. Das bekannteste ist wahrscheinlich Weinviertel DAC, wo ein grüner Veltliner dahinter steckt. Ähnliches System gibt es dann auch in Neusiedlersee, wo ein Neusiedlersee DAC zum Beispiel ein Zweigeld wäre. Und das sind einfach gebietstypische Weine, die einfach auch das Terroir ein bisschen spüren lassen. Ich denke, dass es für uns Winzer eine gute Möglichkeit ist, unsere Weine zu präsentieren und eine Bewertung zu bekommen, die eigentlich wirklich blind ist. Das heißt, es hat jeder die gleiche Chance, einmal hier teilzunehmen, und die besten Weine setzen sich durch, egal ob das jetzt halt von einem bekannteren Winzer ist oder von einem No-Name, der hier die Chance hat, einmal auch ein bisschen ins Rampenlicht zu kommen. Wie erkennt man einen guten Wein? Früher hat man gesagt, wenn man noch einen zweiten Doppler Cachelwe hat, dann ist es ein guter Wein. Ich glaube, wir sind heute schon ein ganzes Stück weiter. Einen guten Wein immer nur in der Selbstdiagnose. Man sollte sich gar nicht von anderen irgendetwas aufbürden lassen, was man selbst nicht schmeckt. Wenn man es professioneller angeht, würde ich sagen, mal hinschauen. Dann weiß man zumindest, ob er weiß oder rot ist. Da muss man nicht so ein Geschisti-Geschasti-Droben veranstalten. Es hat einmal einen schönen Interviewsatz vom Baron Rothschild gegeben. Der wurde gefragt, wie man seinen Mouton Geschisti-Geschasti-Südhang trinkt. Und er hat nur gesagt, schlapp, schlapp, runter damit. Im Wein liegt die Wahrheit, und die offenbart sich jedem persönlich. Und für mich ist der häufigste gemachte Ausspruch beim Weinkosten: hätte ich mir nicht gedacht. Also ich glaube schon, dass Wein etwas ist, das die Kommunikation, das Miteinanderleben sicherlich fördert. Und ja, da hat es schon was damit auf sich. Ja, es liegt schon Wahrheit, wenn man ein bisschen mehr konsumiert hat in dem, was man sagt. Doch, doch, ja. Wobei meistens, wenn es dazu kommt, die Zunge schon zu schwer ist, um die Wahrheit gelassen auszusprechen. Also man kann sich dann vielleicht auch darauf berufen, dass man es nicht so gemeint hätte. Also es sollte die Wahrheit zu peinlich sein. Vielleicht.